Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Super Mario Odyssey mit mir, Demian. Jetzt werden wir ja Browser hinterher fliegen. Gleich, wir haben bald eine ganze Runde hier, ne? Auf ins Schlammland. Bowser kann nicht auf ewig vor uns davonlaufen. Das ist, glaube ich, entweder unser letztes oder vorletzte Landung. Ich würde auf vorletzte tippen. Oder? Nee, wir bräuchten noch zwei. Glaube ich. Bowser will also eine Rede halten und sich mit Edelwasser begießen. Scheint, als käme er mit dem Vorbereitung voran. Hier steht, dass dieses Land bekannt für seine auf einem Vulkan zubereiteten Schlemmeintopf ist. Echt feurig. Schlemmerland. Okay, noch zwei Inseln, die wir bereisen müssen. Wie kommen wir denn hier drüber? Okay. Ich glaube, die heißen Tomaten sind heiß. Als ob hier nichts hinter versteckt ist. Hey! Hey!
Ist mir jetzt egal. Ich glaube, ich werde nicht so lange hier überleben. Immerhin habe ich das geschafft. So, wo müssen wir denn hin? Hier. Als ob jetzt schon der Kampf kommt. Da fehlt doch einer. Wir haben echt tonnenweise von Schlemmer einen Topf für das Hochzeitessen des Chefs mitgehen lassen. Ich werde mir auch noch einen Nachschlag für den Weg mitnehmen. Aber erst, wenn ich mit dir fertig bin. Haha. Das war jetzt wieder leicht. Ein neuer Mond für dich. Unter den Käsefelsen. Okay. Was duftet hier so köstlich? Willkommen auf den Schmausspitze, der Ort, an dem kulinarische Träume wahr werden. Ich würde dir
nur allzu gerne zeigen. Ich würde dir nur allzu gerne alles zeigen. Leider steht uns momentan die Brühe bis zum Hals. Der Vogel da oben ist einfach aus dem Nichts aufgetaucht und hat sich unseren Topf bemächtigt. Und auch noch ausgerechnet dann, als wir einen Nachschlag unserer berühmten Schlemme einen Tropf zubereiten wollten. Alle hatten sich schon so darauf gefreut, sich noch einmal ordentlich den Bauch vorzuschalen. Ich sehe jetzt, komm unserem Eintopf immer. Ach, jetzt kommt das wieder. Mann, ey. Mann. Geht doch. Als ob wir hier überall hochklettern können. Ob ich mir hier oben etwa einen Lenz mache, auf keinen Fall. Achso, eine Pause. Jetzt muss ich da wieder hoch, ey. So, den nächsten Mond.
Früher war es total einfach, den Berg hochzukommen, aber jetzt ist der Pfad zur Spitze völlig unbrauchbar. Die einzig mögliche Möglichkeit, jetzt zum Eintopf zu kommen, ist irgendwas mit Flügeln als Fortbewegungsmittel zu nutzen. Flügel wirst du dir ja kaum wachsen lassen können. Ja, schon. Also, wir brauchen noch 3. Wenn du eine Rübe findest, wirf sie einfach mal in den Topf. Wenn es eine Goldrübe ist, passiert was ganz Tolles. So. Siehst du den Batzen Fleisch? Klar, sieht ja ein Blinder. Aber ein Glück schielt der Vogel, der hat ihn noch nicht bemerkt. Ach so. Doch kann nicht mehr lange dauern und er schnappt sich den Batzen. Ist nur eine Frage der Zeit. Ist die Frage, wie um allen in der Welt soll ich da wieder hoch? Was hat das immer noch hier mit auf sich, ey? So, da sind auch noch ein paar Tomaten. Scheint ein Sackgasse zu sein. Scheint so. Okay, ist es auch. So, jetzt kann ich hier rein und gucken, wo ich rauskomme. Ach du Kacke.
halt alles für den Mond. Und wo komme ich jetzt wieder raus? Wie komme ich denn hier wieder zurück? Hier drüber. Ja. Meine Güte. So. Ey, ich war so drauf. Kann ich mit dem Käse irgendwas machen? Wir brauchen unbedingt das Fleisch da oben, um unseren Schlemmereintopf den Platz Pfiff zu finden. Den letzten Pfiff zu verleihen, meine Güte. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Vogel über den Vulkan es sich schnappen wird. Du fragst dich, worin es maniert ist? Ganz einfach, wir legen es in Salz ein, bevor wir es dem Gericht hinzufügen. Das verleiht den ganzen noch etwas mehr Pfiff. Köstlich. So, bevor ich hier weitermache, sage ich erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.